Willkommen zurück zu Far Cry 6. Da sind wir wieder und es geht weiter. Nachdem ich mal doch noch eine Nacht geschlafen habe, ist es jetzt Abreisetag und ich mache noch ein, zwei Episoden für euch. So, an der Stelle natürlich wie immer herzlichen Dank an euch und an Chorizo, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr immer noch weiter kommentiert und Daumen gebt und die Serie hier einfach mit euren Views unterstützt. Danke dafür. So, wir haben beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, was haben wir denn zuletzt noch gemacht? Ich glaube, die Flugabwehr haben wir noch auf die Schnelle platt gemacht. Damit können wir uns jetzt gleich den Hubi nehmen und zum Blutsbander-Einsatz fahren. Vielleicht machen wir hier auch noch die Schatzsuche. Wir haben auch noch eine jaranische Geschichte und so weiter. Und wir haben hier noch irgendwas im Arsenal neu. Ach ja, den Blutrausch, stimmt. Den haben wir beim letzten Mal noch bekommen. In der Sammlung gibt es ein Kunstfragment. Und ich habe mir nochmal die Amigos angeguckt. Und die können nämlich ja alle ein bisschen was. Der Typ hier kann sich wiederbeleben. Und Chorizo, der greift Gegner nicht an, sondern lenkt diese ab. Und wenn ihr den streichelt, dann heilt ihr euch. Allerdings das Ganze irgendwie in meinen Augen ein bisschen sinnlos, weil wir haben die Kämpfe hier gesehen. Da hast du keine Zeit, den Hund zu suchen und den Hund dann noch zu streicheln. Aber nichtsdestotrotz ist er süß und darf deshalb weiter mit uns auf Reisen gehen. So. Wir schnappen uns den Hubi und fliegen mal zum Ziel und gucken mal, was da so abgeht. Nach wie vor muss ich sagen, nicht perfekt das Spiel, nicht perfekt, aber es macht Spaß, jedenfalls jetzt noch. Sonst würde ich mich jetzt hier nicht noch auf den letzten Drücker hinsetzen und nochmal ein bisschen recorden. Also ich habe schon durchaus Spaß damit. Aber es gibt wirklich den einen oder anderen Kritikpunkt, wie gesagt, dass man jetzt hier auf Loot, also sowas ähnlichem wie Loot setzt, keinen Fähigkeitenbaum und so mehr hat, das finde ich alles ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Warte mal, kann das hier nicht sogar ganz elegant machen? Können wir. Oh, und da ist der Hubschrauber gleich wieder weg, wollen wir wetten? Warum hast du es denn so auf den Kerl abgesehen? El Come Mierda prüft alle Tabakblätter für die Viviro-Verarbeitung. Sind die Blätter ruiniert? Ist das Krebsmedikament im Arsch? Und damit die Operation von Napoleone Pequeño? Dann steht er schlecht da vor seinem alten Onkel Anton. Da ist viel los. Wie willst du vorgehen? Wir legen Soldaten um, bis wir ihn finden. Und dann? Dann töten wir noch mehr Soldaten. Simpel. Gefällt mir. Gefällt mir auch. Also wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die mir irgendwie nicht so richtig schmecken. Und ich finde, ähnlich wie bei Ingenieur gesichtet, einem Assassin's Creed zum Beispiel, hat sich nicht ganz so extrem wie bei Assassin's Creed, aber schon die Serie ein bisschen von ihren Ursprüngen entfernt. Und ich finde, hier geht's noch. Hier ist es noch nicht so extrem, aber es macht mir Angst für die Zukunft. Also, einen Far Cry 7, wie sieht das dann aus? Haben wir dann das komplette Rollenspielpaket? Ich weiß es nicht. So. Warum ist da ein Loch im Zaun, wenn man da nicht durch kann? Oh. Obacht, okay. Noch wollen wir nicht auffliegen. Also wir sollen einfach nur alle Soldaten töten, ja? Das, das sehe ich richtig, ja? Oh, dieses Snipergewehr ist so beschissen. Ja.
Und meine Aiming-Skills auch. Aber egal, wir sollen hier eh nur alle töten. Und das ist ja mittlerweile einfach auch völlig Wurst, ob wir, nice. Ob wir laut sind oder leise sind. Theoretisch hätte ich mir auch einen Panzer holen können und hier reinfahren können. Also das sind so Sachen, die in meinen Augen einfach schade sind. Okay, Alarm ist schon los. Irgendwo ist hier noch ein Sniper. Ja. Ey, nicht Chorizo treten! Roundhouse Kick gegen den Dackel. Auch sehr schön. Also ein Helm, meine Damen und Herren. Ein normaler, handelsüblicher Bauarbeiterhelm, wie man gerade gesehen hat, hält zwei Kugeln aus dem Snipergewehr auf. Oh, Baby. Das ist nicht gut. Oh, ich häng mal wieder fest. Ah. Hä? Sind die Dinger alle daneben gegangen? Das ist ja seltsam. Okay, der Panzer ist hin. Nee, der Panzer ist nicht hin. Ich häng. Jetzt ist der Panzer hin. Okay. Irgendwo da ist, glaube ich, ein Sniper. Ah, sie steht schon wieder. Wo ist der Typ denn? Ah, da! Beste Waffe im ganzen Spiel bis jetzt. Eieiei. Also auch dieses Level-System finde ich ehrlich gesagt ein bisschen albern. Also das Gute ist, Das Gute ist, dass ein Kopfschuss außer bei einem Helm ein Kopfschuss ist. So.
Schlecht ist daran, dass es teilweise absurd ist, wenn du da einen Gegner hast, der ein höheres Level hat. Was ja auch in einem Levelsystem normal ist. Dass du den eben 100.000 Mal treffen musst. Wie gesagt, für einen Division oder so, gar keine Frage. In einem Far Cry wirkt das doch arg albern. Auch wenn Far Cry an sich albern ist, aber das hat sich einfach so weit vom eigentlichen Spielprinzip dann alleine durch diese kleine Änderung entfernt. Munition! So. Wir haben es geschafft. Nachricht auf einem Formular. Jesse, ich war mit José im Heli. Wir sind von der Privatinsel des Generals nach Norden geflogen. Dabei kamen wir an einer kleinen Insel mit einem hellblauen Zenot vorbei. Wirklich wunderschön. Als hätte sich ein Fenster in meine gepeinigte Seele geöffnet. Vor allem denke ich, dass wir dort Leichen verstecken könnten. Vor allem die von dem nervigen Wissenschaftler, wenn er mal wieder verkackt. Das nächste Mal, wenn du auf Streife bist, schau doch mal nach und lass mich wissen, was du denkst. Rico. Das ist wieder einer dieser... Doch, den kann ich ausschießen. Vor ein paar Episoden gab es ja diesen Alarm, den ich einfach nicht ausballern konnte. Okay. Bleib mir vom Leib! Ja, verdammt! Mierda! Mierda ist richtig. Du siehst scheiße aus, Hermanito. Hermanito? Wir haben die ganze Zeit deinen Bruder gejagt? Wer verdammt bist du? Wieso hast du es mir nicht gesagt? Alejandro, komm. Wir gehen nach Hause. Mete pal carajo. Ale... Suéltame. Cojones. Pasa. ¿Qué es lo que te pasa? Was soll der Scheiß, Jandro? Ich gehe nirgendwo hin. Ich hab's dir damals gesagt und ich sag's dir jetzt. Ich glaube an Castillo. Ich glaube an Iviro und José. Er setzt die Vision um. Napoleón el Pequeño ist ein Sklaventreiber. Er ist total verrückt. Das sagt die Person, die mich entführen will. Du trägst einen anderen Namen, eine andere Uniform, aber du bist noch ein Montero. Und Papa hat immer noch eine Machete im Arsch. Und du rennst immer noch durch den Dschungel, als wärst du fünf. Außer, dass du jetzt Leute umbringst und dich, wie war das, Speer nennst? Das Schwert. Wow, clever. Was? Willst du mich jetzt abstechen? Papa ist krank. Ist mir egal. Papa hat mich längst aufgegeben und das weißt du auch. Familie ist scheiße, oder? So sagt man wohl. Wir sollten uns trennen. Kein Wort darüber zu Papa. Das werden wir Papa natürlich nicht stecken. Oh, der jaranische Löwe. So, wir gucken noch mal eben hier, solange wie hier noch Ruhe ist, was wir hier abgreifen können. Da sind nämlich ein paar Sachen. Also zum einen haben wir hier noch ein bisschen Kram. Aber auch da wieder... Oh. Alles gut? Kein Ding. Wenigstens weiß ich jetzt, was wirklich Sache ist. Ich hatte befürchtet, du hilfst mir nicht, wenn du wüsstest, dass mein Bruder Soldat ist. Ein Verräter. Ja, das stimmt. Aber trotzdem Familie. Komm bald zurück ins Lager. Es gibt noch mehr Arbeit zu erledigen. Machen wir. Was wollte ich denn jetzt sagen? Also auch das wieder so ein Ding, was irgendwie so dezent absurd ist. Halt dieses Waff... Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch anders wird. Keine Ahnung. Aber momentan habe ich so das Gefühl, wofür brauche ich das Waffencraften? Jetzt kann man natürlich sagen, Alter, Schlecki, du heulst rum, dass du die Gegner so oft treffen musst. Bla bla bla.
mach dir doch bessere Waffen. Ja, stimmt. Aber ich gehe davon aus... Was leuchtet da hinten eigentlich? Ich gehe davon aus, dass wir immer mal wieder... Geiseln. Dass wir immer mal wieder legendäre Waffen finden werden. Oh. Ey, der Funkspruch gerade, das ist doch aus Ghost Recon oder so. Oder aus einem anderen Far Cry. Also ich gehe davon aus, dass man immer wieder legendäre Waffen findet. Die können wir nicht upcraften. Hat er sie jetzt erschossen, die ich gerade gerettet habe? Nee. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man immer wieder legendäre Waffen finden wird, die besser sind als die gecrafteten. Wir haben diese Impro-Waffen. Also wozu Waffen craften? Das ist halt das, was ich mich momentan so ein bisschen frage. Ich habe jetzt so früh im Spiel eigentlich noch überhaupt keinen richtigen Grund. Außer bei der Waffe hier vielleicht. Die ist, mit der kann ich einfach gut umgehen. Da würde ich jetzt sagen, okay... die müsste ich mir vielleicht noch mal ein bisschen aufcraften. Aber ansonsten... Ich habe dort die legendären Waffen. Funktioniert da alles super. Also wozu die Werkbank? Naja. Wahrscheinlich meckern auf hohem Niveau. Vielleicht liege ich sogar völlig falsch mit meiner Ansicht. Aber es kommt mir halt irgendwie so vor. So, wie komme ich da nach oben? Ich will den Hubi. Natürlich einmal komplett falsch ums Haus rumgelaufen. Hä? Boah, das ist ja sogar ein richtig dicker. Bring das Fahrzeug. Oh, das machen wir, glaube ich. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. So, warte mal. Wir hatten hier doch irgendwo eine, wo wir Flugzeuge abgeben können, oder? So eine Abgabestation. Warte mal, hier. Hier, da. Da geht's auf jeden Fall. Denn fliegen wir mal eben dahin, weil den nehmen wir uns definitiv mit. Und dann holen wir danach noch den Schatz. Was sagt ihr dazu? Gute Idee, oder? Aber erstmal... den dicken Hubi mitnehmen. Wahrscheinlich auch wieder so ein Gerät, ähnlich wie die Panzer. Da kannst du wahrscheinlich easy 80% des ganzen Spieles mit durchzocken. Und das ist eben das, was ich meine. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht liege ich auch völlig falsch mit meiner Annahme hier, aber gerade was die Waffen angeht, kommt es mir doch arg so vor. Als ob jedenfalls später im Spiel, wenn man dann wirklich noch stärkere legendäre Waffen gefunden hat, dass du dann eben eigentlich gar nicht mehr an die Crafting-Bank musst. So, kann ich den jetzt... Wo soll ich den denn parken? Da? Da ist ein Hubschrauberlandeplatz. Da... Aua, parken wir den einfach drauf. Okay. Ich glaube, wir haben ihn freigeschaltet. Wir haben auf jeden Fall gleich gerade die Einblendung bekommen. Wir gehen jetzt nochmal an die Werkbank. So, an dem Ding können wir eh nichts machen. Primärwaffe 2. Da gucken wir jetzt mal, ob wir da irgendwie... Ah ne, Quatsch. Badge. Wie ist das? Ob wir da noch irgendwas basteln können. Wir haben hier noch den russischen Schalldämpfer. Der ist, glaube ich, und einen amerikanischen. Der hier macht die Handhabe ein bisschen besser und der die Geschwindigkeit. Ich glaube, da nehme ich den. Was ist das? Kompensator. Ich möchte auf der Waffe gerne einen Schalli drauflassen. Und der hier, der brennt ja immer irgendwann durch. Deshalb hauen wir da jetzt den amerikanischen drauf. Mit der Visierung, die ich drauf habe, kann ich ja eigentlich ganz gut umgehen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die einfach drauflasse. Warte mal, da haben wir panzerbrechende Munition. Das macht, glaube ich, Sinn. Haben wir hier was Neues?
denen hier können wir vielleicht was dran machen. Das Ding. Ah, ich bin mir bei der Visierung nicht sicher. Eigentlich gefällt mir die ganz gut, wobei so ein Red Dot wäre auch nicht schlecht. Machen wir mal. Okay. Einfach nur, damit ich's mal gemacht habe. Hey. Gebola. Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Sehr Dankeschön. Ja, könnte ganz gut sein. So. Und jetzt. Zip, zip. Da. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn? Fliegen wir mal eben dahin. Und ganz ehrlich, solange dieses Prinzip noch funktioniert, also, dass du irgendwas, wenn du unterwegs bist, siehst, ne, du willst zu einer Mission fahren oder fliegen und siehst irgendwas am Wegesrand, was dich ablenkt und wo du dann auch mal wieder ein paar Minuten reinsteckst, um das zu entdecken, oder du siehst was auf der Map, wie das hier, was dich lockt, wo du hin willst, solange dieses Prinzip noch funktioniert, habe ich auch mit Far Cry Spaß und kann eben über diese anderen Dinge hinwegsehen. So. Nur wie gesagt, wenn aus Far Cry irgendwann Assassin's Cry Battle Royale in the Dark Zone of Ghost Recon Rayman, wenn das irgendwann daraus wird, dann fände ich es doch sehr schade. Also so wie es jetzt ist, ist es okay. So. Wie tief diese Höhle wohl ist? Welche Höhle? Von welcher Höhle sprichst du gerade? Ja gut. Wir landen den Vogel hier mal. Oh, wir sind sogar in der Flugverbotszone. Die Legende von La Princesa. Das Agujero Azul ist eine natürliche geologische Formation, die Meereshöhle genannt wird und von den ständigen Wellen aus dem Kalkstein gehüllt wurde. Die darin lebenden Quallen, deren Stich für die meisten Tiere tödlich ist, gibt es nirgendwo sonst auf der ganzen Welt. Diese Stätte ist außerdem der Hauptschauplatz der berüchtigten Legende von La Princesa. Dieser Geschichte zufolge handelt es sich bei La Princesa, oder werde ich sofort wieder zu Penultimo, um den Geist einer Frau, angeblich einer spanischen Adligen, die sich vor Piraten versteckte. Statt sich zu ergeben, schwamm sie mit ihren Wertgegenständen in die Höhle und ertrank durch die nächste Flut. Ihr Körper war für immer gefangen. Es heißt, ihr Geist würde ihren Schatz immer noch besitzen und jeden töten, der sich in diese Höhle wagt. Ob an dieser Geschichte irgendetwas wahr ist, weiß niemand. Aber warum sollte man sich von Fakten eine gute Geistergeschichte verderben lassen? So. Penultimo Schleck am Stüssel. Scheiß auf die Regeln. Guck mir die Höhle an. Yeah, Baby, das machen wir. Und wer bist du? Hoffentlich bringt dir Anton Castillo zu Fall. Oh, Hubi. Hubschrauber. Okay. Wir müssen auf jeden Fall runter. Na komm, nimm mit. Boah, krass, das sind die Quallen. Ey, dann ist es vielleicht sogar ganz cool, dass wir bei Nacht hier sind. Da kann man auch angeln, wenn... Oh mein Gott. Ne, ne, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Den kaufe ich mir. Warum kann ich den denn jetzt nicht mehr sehen, den Arschloch-Hai? Oh, nee. Da kommt wieder, wie heißt das noch hier, die Unterwasserangst. Witzig, habe ich
real nicht so schlimm wie in Videospielen. In Videospielen ist das für mich die Hölle. Stirb. Stirb. Oh, jetzt eine Jagdspritze, ey. Das wäre der Hammer. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ey, sorry, ich kann da nicht rein. Ich hab da Sperre. Das ist wahrscheinlich auch nicht nur einer. Chorizo, lenk den Hai ab. Chorizo, los jetzt. Mach irgendwas. Ach, komm. Leck mich in Arsch rein, ey. Er wird mich sowieso erwischen. Müssen wir lang? Boah, sie kommt nicht voran. Geh mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Oh Gott. Los, komm, Baby. Du schaffst das. Du schaffst das. Oh Gott. Okay. Herausgerissene Tagebuchseite. Sie jagen uns. Ich kann die Hunde hören und die Schreie der Männer meines Vaters. Er hat geschworen, er würde mich genauso behandeln wie Martina, wenn ich mich nicht von ihr abwende. Nicht besser als eine Nicht besser als einen Sklaven. Martina und ich haben nur eine Chance. Wir müssen Yara verlassen. Diese Höhle ist unsere einzige Möglichkeit, den Hunden zu entgehen. Wir haben uns vorbereitet. Martina und ich werden uns hier verstecken, bis sie aufgeben. Niemand wird auf die Idee kommen, uns hier drin zu suchen. Die Legende von La Princesa und ihrem Schatz wird uns beschützen, wenn uns schon niemand anderes helfen will. Pablito und ich bin Ultimo, 3. März 1806. Das ist lange her. Also von da kommen wir. Chorizo, kannst du nicht mal hierher kommen? Warum haben wir keinen Fisch als Begleiter? Gibt mehr zu finden, wenn ich tiefer gehe. Noch tiefer. Oh, noch mehr Quallen. Wir machen einen Deal. Ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts. Also, warte mal. Wir schauen uns erstmal eben kurz hier um. Alter, das ist aber schick. Komm, jo. Die Höhle ist riesig. Okay, und jetzt habe ich schon die Orientierung verloren. Man sagt, Liebe sei stärker als alle anderen Gefühle, aber in Wahrheit ist Argwohn noch stärker. Mein Vater wartet draußen. Ich weiß nicht mehr, ob es Tag oder Nacht ist. Aber er geht nicht weg und wir trauen uns nicht raus. Er ist vielleicht ein Feigling, der Angst vor einer alten Geistergeschichte hat. Vielleicht sind wir auch Feiglinge. Uns geht das Essen aus. Wir haben mehr als genug Kerzen zur Beleuchtung, aber Wachs kann man nicht essen. Während ich das schreibe, höre ich die Männer meines Vaters durch die Wände, aber ich höre noch etwas. Ich habe es Martina nicht gesagt, aber als ich tiefer in der Höhle nach Essen suchte, habe ich etwas gehört. Ich glaube, wir sind nicht allein, Pablito, ey. Cool, also ich finde es auf jeden Fall cool gemacht, wie sie das hier mit den Schätzen umgesetzt haben. Auch den ersten, den wir da geholt haben, in diesem Prepper-Haus, hätte ich fast gesagt. Das war ja auch irgendwie schon recht cool gemacht. Also, dass eben noch richtig eine Geschichte dazu erzählt wird. Das gefällt mir sehr gut. Boah. Oh Gott. Ah, die darf man nicht anfassen. Boah, mal eben schnell heilen. Besser ist das. Da hinten ist ein Schatz, da kriegen wir was. Und da geht's raus. Warte mal, dann schwimmen wir auf jeden Fall nochmal eben rüber. Ist das schon der Schatz? Nee. Metall nehmen. Okay. Nein!
Ich wollte doch keinen Körper machen, ich wollte einfach nur über die Qualle wegspringen. Okay. Da ist wieder was. Heute habe ich eine Krabbe gefangen. Ich habe das Krustentier an einem Felsen aufgebrochen und das Fleisch rausgekratzt. Nichts hat je so gut geschmeckt und ich habe erst daran gedacht, Martina etwas mitzubringen, als sie schon fertig war. Hinterher wurde ich von schlimmen Krämpfen geplagt, die mir rostige Nägel in den Magen trieben. Ich würgte das Fleisch wieder hervor, aber der Schmerz legte sich nicht. Als ich mich vor Schmerzen auf dem Boden wälzte, hörte ich Gelächter. Es war nicht Martina. Sie schläft, um sich zu schonen. Ich glaube nicht an Gespenster. La Princesa ist nur eine Geschichte. Glaube nicht an Gespenster. Ablito. Hier muss ich ein Drama abgespielt haben. Gab's zwei Abzweigungen. Übrigens, das mit dem Schwimmen ist gar nicht mal so einfach, weil sie echt nicht lange die Luft anhalten kann. Aber warte mal. Haben wir nicht eventuell... Mal ganz kurz gucken. Im Arsenal von dem Angler. Nee. Oh, fuck. Nee, da haben wir nichts. Was ist das? Metall. Wieder was? Martina glüht förmlich. Ich habe ihr den Rest des Essens gegeben und den blinden Fisch, den ich gefangen habe. Sie ist völlig benebelt und ich bin es auch. Ich habe etwas gesehen oder vielmehr jemanden. La Princesa. Es war der Ansatz, eine Haarpracht auszumachen, angeleuchtet von den Quallen. Ich habe geschrien und mich gewehrt, dann war Blut an meinem Messer und auf dem Felsen. La Princesa ist kein Geist, sie ist real. Vielleicht ist sie wie wir, ich muss sie finden. Oh Mann. Pablito, gehen langsam... Es geht langsam durch mit Pablito. Okay, und hier geht es nicht weiter. Also müssen wir in die andere Richtung tatsächlich tauchen. Wie gesagt, cool. Richtig, richtig gut gemacht. Eine richtig gute kleine Geschichte hier. Oh, wenn das mit dem Schwimmen nur nicht so beschwerlich wäre. Also sie bewegt sich echt kaum. So, haben's. Okay. Verdammt. Verdammt was. Oh. Pablitos Vater ist immer noch da draußen. Manchmal könnte ich schwören, dass ich seine Stimme höre, seine Hände an mir spüre, wie er mir sagt, dass seine Hunde mich zerfetzen werden, wenn ich schreie. Pablito wimmert im Schlaf. Was sein Vater ihm angetan hat, uns beiden angetan hat. Ich weiß nicht einmal, wen von uns beiden er mehr hasst. Okay, wir haben Martina scheinbar gefunden. Aber das kann's ja noch nicht gewesen sein. Da ist noch was. Pablito ist ein guter Mann. Er ist gottesfürchtig und hält sich an seine Versprechen. Nur ist das Versprechen, das er mir gegenüber gehalten hat, womöglich gleichbedeutend mit einem Todesurteil für uns beide. Wir haben nichts zu essen und kein Trinkwasser mehr. Von unserer Liebe allein können wir nicht leben, Aber wo geht's denn weiter? Oder ging's doch in dem anderen Raum weiter? Also hier ist Martina gestorben. Oh, das ist echt... Ich meine, vielleicht sogar ganz realistisch. Ich weiß nicht, ob die hier Strömungen und sowas mit einbedacht haben, aber guck mal, ich komme echt kaum voran mit der Olm. So, wir schauen uns hier nochmal um. Die Höhle ist ja wesentlich größer. Da geht's. Ah, guck mal. Eben übersehen. Aber gut, dass wir nochmal zurückgeschwommen sind. So haben wir noch von Martina gehört. Und da ist Pablito.
La Princesa ist eine entkommene Sklavin und sie hat Angst vor mir. Ich kam aus dem Wasser und sie wartete. Ich kann es ihr nicht verdenken. Wahrscheinlich dachte sie, ich wäre auch ein Sklavenjäger. Ich hoffe, Martina kann mir vergeben, dass ich sie im Dunkeln alleine gelassen habe. Der Schmerz hat nachgelassen. Ich kann La Princesa über mir hören. Sie weint. Ich könnte hochklettern, um an sie heranzukommen, aber wenn ich mich bewege, dreht sich alles um mich herum. Mir bleibt nur ihr Weinen und das Bellen der Hunde meines Vaters. Liebe ist nichts, Argwohn ist alles. Ablito. Hm. Also hochklettern. Ich frage mich, ob La Princesa da oben ist. Wir werden sehen. Okay. Zurücklaufen bringt nicht so viel. Und da scheint unsere Schatztruhe zu sein. Das muss La Princesa sein. Haben wir sie. Ebola, eure Hoheit. Köder! Ein Talisman. Das ist alles? Das ist alles, was wir hier finden? Okay, jaranische Pesos, noch ein bisschen Fisch. Und Talismänner sind doch ganz cool. Kann man die direkt hier an die Waffe anbauen? Mal gucken. Als. Jo. Machen wir doch direkt dran, den Talisman. Ja, nice. Und hier geht's wahrscheinlich einfach wieder raus. Das da sieht nach dem Ausgang aus, oder? Ja, fett, meine Damen und Herren, ist länger geworden, als ich dachte, die Episode hat aber richtig Spaß gemacht. Das war eine richtig schicke Schatzsuche. Also ich glaube, diese Schatzsuchen lohnen sich. Die beiden, die wir bis jetzt gemacht haben, waren interessant. Also nicht lohnen von dem, was ihr dadurch bekommt, aber es waren zwei gute Geschichten gewesen. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.